herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gruse mit mir. Ich bin Mad Chris und ich freue mich sehr, dass ihr zurückgefunden habt auf meinen Kanal. Heute Sir Spooks, ja. Wieder einmal Sir Spooks, ein Top-Channel, einer meiner Lieblings-Channels hier bei YouTube. Und ja, ich hoffe auf eine Menge Gänsehaut und ich glaube, heute sind auch ein paar UFOs mit dabei. Also lassen wir uns mal überraschen und ja, viel Spaß. Sir Spooks. Ja, Sir Spooks, dann würde ich sagen, ne, hier 10 gruselige Videos, die wir niemals nachts ansehen sollten. Ich weiß nicht, wie viel Uhr es bei euch ist. Ist es Nacht? Ist es Tag? Morgens, mittags, abends? Wir schauen uns jetzt an. Egal. Hello everyone, my Hello. Name is Sir Spooks and today we'll take a look at 10 scary videos. But before we begin, make sure to subscribe to my channel for more scary content. Macht es. I have a goal of reaching 1 million subscribers, so it would mean a lot to me if you could help me get there. Alright, with that said, let's begin. Yo, fangen wir an. Number 10. This clip comes to us from a TikTok account known as PG Stories Official. In the video, we hear a woman explaining to the viewer that her and her kid just got back from eating dinner and noticed that her bedroom light was on for some strange reason. She says this weirded her out a lot because she did not remember leaving it on. At one point in the video, the uploader tells her kid to wait in the car while she goes on inside to have a quick look around just to make sure that everything is okay. Also erstmal okay, es ist seltsam, man kommt nach Hause, man sieht, da ist Licht in einem Raum an, wo man das Licht ausgemacht hat, der eigenen Ansicht nach. Kann natürlich immer passieren, dass man es doch nicht ausgemacht hat. Passiert mir ständig irgendwie, wo ich mich dann wundere, warum ist das Licht an? Ist jetzt erstmal okay, ne? Ist schon seltsam, aber könnte ja auch einfach sein, dass sie es vergessen hat. However, as soon as she exits her vehicle, she notices this in her window. Listen, I'm gonna walk inside real fast. I want you to wait out here for me. Yeah, I want you. Oh my god. Oh, da. Oh, da ist doch jemand. Yeah. Oh my god. Da geht doch jemand in ihrem Schlafzimmer spazieren. Somebody broke a door. Oh. Somebody broke a door. Da ist doch jemand eingebrochen, Leute. I don't know. Let's go. Das wäre der Zeitpunkt, wo ich die Polizei rufe übrigens. Jaden, yeah, it is. Go next door and get your IC, okay? If you hear me scream, y'all hear me scream, call 911. Warum geht sie jetzt da alleine reingucken? Warum ruft sie nicht die Polizei? Warum sagt sie ihrem Sohn, geh noch nebenan, wenn du mich schreien hörst, ja, dann rufst du die Polizei. Warum erst dann? Warum nicht jetzt? Ich meine, sie hat doch auf Video, dass da jemand rumläuft. Okay. Macht es für mich jetzt leider unrealistisch. Tut mir leid. Da ist jetzt die Authentizität jetzt komplett kaputt. Hat sie jetzt selber kaputt gemacht. Upon seeing this strange, shadow-like figure in the window, the mother states that somebody definitely broke in, while her kid can... Ja, aber warum geht man, ey, warum geht sie denn da alleine rein? Warum nicht sofort Polizei? Ich kann es nicht verstehen. ...be heard in a panicked and scared voice, telling her to get back in the car. Ah. While most people probably would have called the cops and left the scene immediately, genau. She instead enlists her kid to call for help if something goes wrong. While she goes on inside to investigate. Sadly, just as she opens the door to investigate, the video abruptly ends and we are left wondering. Genau. Also das Geile ist ja, sie zeigt uns das, geht rein und beendet dann auch das Video. Warum nicht weiter? Ist nicht echt. What exactly happened after the footage ended? Do you think that there really was a shadow figure looming in their house? Nein. Or was it actually a home invader like she suspected? Nein. Both of the Beides nicht. Ich glaube, das ist gestellt. Ich glaube, das war kein Einbrecher.
Ich glaube auch nicht, dass das eine Schattenfigur war, sondern das war einfach gestellt. Dafür ist ihr Verhalten für meiner Ansicht nach zu unrealistisch. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu sehr Angsthase. Nur wer macht denn sowas? Das kann doch jetzt wer weiß wer sein. Der zieht ihr einfach was über den Kopf und dann ist vorbei. Da kann sie auch nicht mehr schreien oder was auch immer. Also ich verstehe es nicht. Voices of the kid and mother seem quite authentic in how scared they nee, were. Ja, What do you make of this eerie footage? Be sure to let me know in the comments below. Es ist gestellt. Es ist einfach gestellt. Number 9. This video was uploaded to the YouTube channel UFO Today, all the way back on October 28th, 2009, and is without a doubt one of the creepiest pieces of potential UFO footage out there. The footage in question was filmed at an undisclosed location in the middle of the night and shows something utterly baffling and creepy at the same time. At first, we see a large UFO mothership hovering around, which is already quite creepy as is. But things quickly escalate when this happens. Take a look. Wow. Schießt das da was raus? It immediately becomes clear that there isn't just one UFO flying around in the sky, but rather several small ones. Despite the fact that this video is well over a decade old at this point, nobody has ever been able to properly explain what exactly is going on in this video, and whether or not it's real or all some cleverly edited piece. Ich kann es auch nicht erklären. Also wenn das jetzt nicht geeditet ist, schwierig. Vielleicht irgendwas Militärisches, was getestet wird. Das schießt einfach nur Übungsmunition, irgendwelche speziellen Munition. Ich habe keine Ahnung. Er hat ja selber gesagt, das ist schon über 10 Jahre alt. Also ist schwierig zu sagen, ne? Also es ist jetzt ein UFO, weil man es natürlich nicht erklären kann. Natürlich ist es deswegen auch ein UFO. Schwierig zu sagen, ob das was Irdisches ist oder nicht, ne? Es sieht auf jeden Fall schon sehr seltsam aus, muss ich sagen. Ist eines, also von allen UFO-Clips, die ich bisher gesehen habe, die wir auch schon zusammen gesehen haben, finde ich das am mysteriösesten, muss ich ganz ehrlich sagen. So footage. Number 8. A man named Eric Wood posted this chilling video to his TikTok account on May 26, 2023, and shows some eerie footage that looks to have been filmed on a home security camera system that he had set up in the house somewhere. The footage in question may be quite grainy, so it's unfortunately a bit hard to make out precise and sharp details as to what exactly we are supposed to be looking at, but nonetheless, the footage is definitely unsettling. Have a look. Ja, da, ne? Was ist das? Warum hat das so leuchtende Augen? Knurrt das? Klopft das an der Tür? The video shows a pair of two glowing eyes that seem to belong to what appears to be some sort of dogman or werewolf, staring into the camera in an extremely menacing manner. To this day, nobody is entirely sure what Eric managed to capture on camera that day. Let's just hope that whatever it is, if it's real, doesn't try to haunt him on a day-to-day basis from here on out. Schon sehr unangenehm irgendwie, ne? Auch wenn das jetzt gestellt sein sollte, aber... Die Bildqualität macht's noch um einiges unheimlicher, als es wahrscheinlich ist. Number 7. This next video was posted on the wildly popular UFO subreddit, which contains pictures and videos of exactly that, interesting and chilling UFO sightings from around the world.
This particular piece of footage was filmed on August 30th in Poland. The upload of the video also posted this paragraph of text alongside the video to give viewers a bit of context. Quote, "So it was 7 p.m. my local time, almost sunset. I was riding on my bicycle, training after work, on the local road near a highway leading to Lublin. You can hear cars noise. Then suddenly I saw an airplane with trails and two white round-shaped objects, which were flying parallel to each other with the same speed, without audible noise of engines, like a plane. I took a video. I was trying to focus on these objects, but you know how it works with a normal camera in a smartphone. Anyway, aircraft flew into large rainy clouds and these objects maintained their speed and disappeared in clouds too. I was checking the sky for a while, then I went straight ahead. It was strange, but I'm aware that in eastern Poland, there is a bigger NATO military presence due to the war in Ukraine." Ja, richtig. Das könnten tatsächlich auch Drohnen sein. Das könnten Drohnen sein, ja. Vor allen Dingen, weil dieses Flugzeug da in der Nähe war, wenn das ein militärisches Flugzeug ist, sind das eventuell Drohnen möglich. Und vom Vipen kann man halt die Details nicht erkennen von diesen Drohnen. Also die sehen jetzt da aus einfach wie zwei Tic-Tacs. Ja, aber von nahen wird man wahrscheinlich Tragflächen und so sehen können. Also das sind garantiert Drohnen. Garantiert. So it could be it. I leave it to you. P.S. I'm a space passionate. Ich meine, auch wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Flugzeug ja in Wolken verschwunden und diese Dinger auch. Also fliegt das ja praktisch hinter dem Flugzeug hinterher. I look almost every night at the night sky and I saw a couple times strange objects with erratic movement. That's why I wanted to post this video here. Ja, das Cheers. Sind Drohnen. End quote. 100%. The video is definitely quite fascinating and it is guaranteed to make you think and scratch your head in utter bewilderment. What in the world could be going on here that makes rational sense? Perhaps a real extraterrestrial spacecraft would be the most rational explanation. But this may end up being a mystery that never gets properly solved. Das sind Drohnen. Garantiert. Nummer 6. A Reddit username pretendquote7580 posted this eerie piece of security camera footage online that is creeping people out all around the world, and for a very good reason, as you're about to see. The footage in question was filmed at a mall in the middle of the night, where all is extremely quiet and uneventful. The person who was watching over the security cameras was probably quite bored with nothing to do, but likely got the shock of their life when they ultimately saw this happen. Whoa. Okay. Macht sich selbstständig, ja? Also wenn das jetzt nur so ein Stück zur Seite gerollt wäre, hätte ich eher gesagt, gut, das rollt einfach, aber das macht ja da eine richtige Fahrt mit. Spult der jetzt vor? Ja, ja, spult vor. Das gibt's doch nicht. Out of nowhere. A strange sort of toy can be seen moving around the mall floor, seemingly all by itself. The upload of the video states that it's possible that there could be a simple battery problem with this particular toy, which would cause it to roam around like that. Ja gut, ne, es könnte tatsächlich ein technisches Problem sein mit diesem Ding. Ja, könnte sein, ne? Definitiv. But other people are not entirely sure about that and seem to be convinced that this is the work of a paranormal entity. What do you think about this video? Also wenn dieses Ding tatsächlich elektrisch angetrieben wird, kann das tatsächlich eine Fehlfunktion sein. Gebe ich jetzt mal rational gesehen so sagen. Does it show proof that even ghosts like to play around with toys? Or was this a weird battery malfunction on the toy? Ist natürlich schon seltsam. Please let me know. Sieht natürlich seltsam aus, ne? Ist klar. Nummer 5.
This next video comes to us from a TikTok user. Das ist eine gute Mischung, ne? Paranormal, UFO, Paranormal, UFO. Finde ich gut. Simply known as UFO Alien Guy. UFO and it's Alien definitely Guy. Quite short in length, but it is without a doubt a very puzzling piece of footage. Mm-hmm. The video shows a man recording around outside at sunset, seemingly with nothing of interest going on. We are looking at a bush when all of a sudden, something genuinely terrifying happens. Take a look. Hello? Can I see him? What's that then? What the whoa. Hello? Can I see him? Whoa. Hello? Könnte auch der Rake sein, ne? Ja, Nee. Das ist nicht schön. Ja, aber es tauchen auch immer mehr Clips auf, ne? Mit aufgenommenen Aliens. Weiß ich nicht. Möglich. Why not? Warum nicht? Suddenly, an extraordinarily creepy gray face can be seen peering out from behind the bushes, causing the uploader to step back a few steps. At one point, it almost looks as if the strange creature is getting ready to get closer to the uploader. But the video ends before we are able to see what happens next. After watching this video, almost everyone on TikTok became convinced that this TikTok user managed to capture videographic evidence of the existence of aliens and extraterrestrial life. But ja, es lässt sich natürlich auch schön editen, ne? Es lässt sich schön bearbeiten, so ein Video, und lässt sich auch schön einfügen, so ein Alien. Ja, möglich, ne? Möchte ihm da natürlich nichts unterstellen. TikTok ist natürlich eine ganz besondere Plattform. Da gibt es halt auch viel Mist. Sehr viel Mist. Aber ob das jetzt unbedingt geeditet ist, schwierig zu sagen. Ganz schwierig. Als Superkritiker würde ich natürlich sagen, klar, das lässt sich ganz leicht machen. Lässt es sich ja auch. Aber, ja. Also was Aliens angeht, bin ich im Moment sehr aufgeschlossen. Ne? Gerade auch durch die letzten Monate, wo halt sehr viel herausgekommen ist, jetzt zu viel gesagt, aber wo halt sehr viele Leute ihr Schweigen gebrochen haben über das Thema. Ne? What do you make of this weird piece of footage? The lanky creature definitely appears to be alien in nature, but is it possible that this was just something else altogether? Could this simply be some guy in a costume? We may ja, es könnte natürlich auch ein Typ im Kostüm sein, klar. Never know. Ja, wir werden es nie wissen, das ist richtig. Number 4. This next video comes to us from a user on TikTok known as the Movie Guy 11. In the video, he provides some context before we are about to watch the following. Das stimmt doch gar nicht, der heißt doch nicht Movie Guy 11, sondern darunter steht Movie Guy 2. Da fehlt doch dann noch 9. Video, writing, quote, my friend filmed these two today in Yellowstone and thought that they were a bear at first. Mm-hmm. Then when he rewatched it, he realized they were on 2 feet, end quote. Definitely. Heißt übrigens auch nichts, weil auch Bären können kleine Strecken auf 2 Beinen zurücklegen. Heißt nichts. Quite intriguing, so let's take a look, shall we? Ja, aber sorry, wo soll ich denn da? Aber jetzt mal wirklich sorry, ne? Also wirklich jetzt. Wie soll ich denn da was erkennen? Das sind 2 schwarze Pixel. Oh, Verzeihung. Bär. Das sind doch 2 schwarze Pixel. Mehr ist das doch nicht. Das kann ich keine Meinung zu abgeben, ganz ehrlich. Weiß ich nicht.
Also der vordere bewegt sich tatsächlich wie ein Bär. Also das muss jetzt nicht unbedingt ein Mensch sein. Das kann jetzt auch zum Beispiel ein großer Hund sein. Das hier bewegt sich eher wie ein Mensch die ganze Zeit. Das sieht mir eher so aus, als wenn das ein Mensch wäre, der mit seinem Hund spazieren geht. Der Hund läuft halt vor ihm. Das ist kein Sasquatch. All of the beautiful greenery aside, there is definitely something quite odd about this footage. Na. It all appears fine until you look closely and see two seemingly. Also ich glaube, der hat sich sein Video angesehen, was er da gefilmt hat. Sein Clip. Hat die Bildqualität gesehen und hat diese zwei Personen gesehen, die da aufgezeichnet worden sind. Vielleicht hat er die auch bei der Aufnahme selbst nicht gesehen, obwohl er hat ja gesagt, Bär. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube es nicht. Weiß ich nicht. Ich kann es nicht erkennen. Also die Bildqualität ist mies. Ich kann es nicht, kann nicht so sagen. Aufgenommen am 8.3.23 oder 3.8. Ist ja manchmal ein bisschen verkehrt da in den USA. Oder England ist es, glaube ich, der, ne? Nee, Yellowstone. USA, Entschuldigung. Also wahrscheinlich dann 3.8.23. Sorry. Kauf dir ein neues Handy. Was ist das? Quite tall creatures roaming around the area. As the story goes, the uploader after filming the video showed the video to park rangers, who confidently told him that he managed to capture the elusive Bigfoot on camera. Ja, garantiert. Garantiert haben sich die Park Rangers dieses Video angesehen. Wow! Das ist der Yeti. Das ist Sasquatch. Das ist Bigfoot. Seht euch das an. Seht euch diese beiden schwarzen Pixel an. Das ist der Yeti. Wir haben ihn gefunden. Das hier ist eine geile Aufnahme. Das hier ist für diese berühmt-berüchtigten Filmchen aus den 60er Jahren von zwei Privatpersonen aufgenommen, die angeblich Bigfoot zeigen. Da eines der coolsten Bigfoot-Clips aller Zeiten. 60 Jahre alt. Bildqualität besser als auf diesem Standbild. 60 Jahre alt. Nicht 3 Monate. Do you think that this TikToker actually filmed videographic evidence of Bigfoot? Nein. Or was this just something else? Ja. Either way, it's Das ist ein Typ, der geht mit seinem Hund spazieren. Quite interesting to watch. Moment, vielleicht auch nicht. Nummer 3. When you picture your local grocery store, you probably just think of it as a place to, well, buy some groceries. However, as it turns out, not even simple places such as those are safe from terrifying activity. This YouTube video was published online by a man simply identified as Christopher on July 27th, 2000. Er identifiziert sich als Christopher. Ja. Okay. Welche Pronomen hat er? Also, ich finde das Bild auch sensationell. It shows surveillance camera footage from the deli aisle of a store somewhere in Connecticut. Also, Freunde. The security camera footage starts off normal as we watch a boring night that suddenly becomes rather eventful quickly. Der Stuhl, okay, ja. Oh, okay. Dafür brauche ich keine gute Bildqualität. Ja. Ja. Many objects in the store can be seen getting moved around in an unnatural manner for several seconds before the video cuts off abruptly. Lässt sich natürlich leicht manipulieren mit Fäden und Drähten, ne? Muss man ja einfach so sagen. Aber. In the description of the post, Christopher also says that the owner of the store saw the condition of the place the following morning and proceeded to call the police. Okay, also sah der im Laden wahrscheinlich noch schlimmer aus und er hat dann die Polizei gerufen. Die Polizei listet das sogar als unerklärliches Phänomen. Aha.
Und die Location wurde als Rum Running Location genutzt zur Zeit der Prohibition. Also Ende der 20er Jahre in den USA gab es die Prohibition. Das heißt, Alkohol war verboten. Der Ausschank von Alkohol, der Konsum und der Kauf vom Alkohol. Und das war natürlich dann alles auf dem Schwarzmarkt und im Untergrund und viel Kriminalität, ne? Ja, und das war halt so ein Rum Running Point, wo es halt den Rum gab, noch heimlich. Das Alkohol, den Alkohol also. Und ja, ob das jetzt ein Spuk ist oder ob da einer getrickst hat, keine Ahnung. Das Video ist, also das Ganze ist vom Juli 2008, schon 15 Jahre her. Ja, schwer zu sagen, ne? Police. The police report listed as an unexplained phenomenon. Ich meine, wenn er die Polizei gerufen hat, wenn die ganze Story so stimmt, er hat die Polizei gerufen, die Polizei listet das auch als unerklärliches Phänomen, glaube ich nicht, dass das mit Absicht gefaked worden ist. Warum sollte er dann die Polizei rufen, wenn es ihm wirklich nur um diese Aufnahme geht? Heißt ja aber auch nicht, dass das stimmt. Also den Polizeibericht sehe ich jetzt hier nicht. Which is surely an understatement. Apparently, the location was also used as a rum-running location during Prohibition. To this day, the unexplained phenomenon here has yet to be explained, and it likely never will be. Ja. Number two. This horrifying video will be sure to make your heart beat right out of your chest. It shows security camera footage that was filmed inside of this family's home in the middle of the night. All is peaceful and quiet until suddenly. Es ist aber auch schon, ich finde das immer sehr seltsam, dass gerade in den USA, dass die Leute da Überwachungskameras in ihren Wohnzimmern haben. Also das sind doch so private Bereiche, egal ob man da jetzt irgendwas schützen möchte. Ich meine, es ist hier ein stinknormales Wohnzimmer, das ist hier irgendwie nicht das Wohnzimmer von einem Milliardär, der da wertvolle Kunstwerke hängen hat, sondern es ist einfach ein stinknormales Wohnzimmer von stinknormalen Leuten. So, und es gibt halt auch so Momente im Leben, in denen man nicht so gern gefilmt wird. Was weiß ich, man hat geduscht, man setzt sich nackt auf die Couch oder man hobelt gern mal die Gurke oder so. Da will man ja nicht unbedingt gefilmt werden, ne? Ich weiß nicht, würde ich halt nie machen. Ich würde mir nie Überwachungskameras in die Küche oder ins Wohnzimmer oder so hängen. Da sehe ich gar keinen Sinn. Ums Gebäude rum, okay, aber innen drin weiß ich nicht. Nee. Suddenly, a young boy's voice can be heard crying out somewhere in the Ja, house. dann hör mal hören, ne? Immediately, the father of the child comes to see what's going on, but there's just one problem. Hä? Oh, das Kind ist. Er hat das gehört und dachte, das Kind wäre da hinten irgendwo. Aber da ist doch auch was. Da. Ach Leute, das ist ein Glitch. Das Kind ist da wirklich hergelaufen. Ja, das ist ein Glitch. As it turns out, that was not his child. The voice that you heard crying was actually coming from an alleged paranormal entity. Nein. This whole video feels like something you'd see in a horror movie. Also, wenn man jetzt hier kommt mit, ja, aber der Vater geht ja auch da hinten in diesen Bereich und man sieht ihn komplett. Ja, der kommt aber auch aus einem Bereich, wo er komplett sichtbar war. Der Junge, der da hinten lang lief, kam aus einem Bereich, der von Anfang an von der Kamera zwar gesehen wurde, aber die Kamera hat halt keinen Fokus und es ist weiter weg und kann halt nicht so erfassen. Geht der Vater jetzt aus diesem super sichtbaren Bereich da rein? Wir hatten so eine Situation schon mal. Da war auch eine Aufnahme, da hatte was mit Schnee und einem Weg vor einem Haus, da war auch da eine Katze und so weiter. So, und die Dinge, die halt aus diesem sichtbaren Bereich, aus diesem darstellbaren Bereich, in diesen eher nicht so gut darstellbaren Bereich, so nenne ich es. Ich bin jetzt kein Profi in dem Bereich, in dem Bereich ja. Diese Dinge bleiben halt massiv, also man sieht sie.
Und Dinge, die direkt in diesem Bereich sind, der von der Kamera schlecht fokussiert werden, wird es ja nicht. Also, wo die Bewegung halt schlecht aufgezeichnet werden kann, das sieht halt immer aus wie ein Glitch. So, und das haben wir hier auch. Es ist ein Kameraglitch. Of course, we cannot prove that this video is real, but it definitely feels quite authentic. Also, es wird garantiert nicht bearbeitet sein. Ich glaube, die Frau hat sich einfach nur vertan und das Kind ist nicht da, sondern es ist tatsächlich da hinten. And if it is, then we can only hope and pray that this poor family gets out of that house. Ja, wieso ist das denn so schlimm? Also ist diese arme Familie, warum denn? Was hat denn dieses, wenn es tatsächlich paranormal ist, ist es ein Geisterkind, was hat dieses Geisterkind denn getan? Das hat da einmal Geräusche gemacht und ist da langgelaufen. Weiß ich nicht. Also finde ich jetzt nicht so erschreckend. Ist doch jetzt kein böses Wesen. As soon as possible. Nummer uno. Da sind wir schon. Finale. Ah ja, UFO. Ah ja, genau. UFO sighting videos usually depict the flying saucer in question as being in the shape of, well, a saucer. However, UFOs are not always that shape, as this next video from Reddit proves. Posted to the UFO subreddit, the footage was filmed by the Reddit user who was riding on an airplane one day in the window seat when he looked out at the sky and saw something rather odd. Take a look. Also Moment mal. Moment, 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 Moment. Moment, erinnert euch daran am Anfang dieser Aufnahmen aus Polen? Das ist doch auch so ein Tic-Tac. Da könnt ihr mir jetzt erzählen, was ihr wollt. Das ist eine Drohne. Das sind Drohnen. Das sind einfach nur Drohnen. Das ist genau das gleiche Objekt. Das sind Drohnen. Oder es sind tatsächlich UFOs. Aber für mich ist das ist eine Drohne. That's not a plane, dude. There's no wings, dude. Ich will es Ihnen ja nicht absprechen. Es kann ein UFO sein. Und woher dann so ein UFO kommt, spielt erstmal keine Rolle, weil es ist erstmal ein UFO. So. Und dann schaut man, wie man es erklären kann. Kann man es nicht erklären, bleibt es ein UFO. Solange man keine Beweise dafür hat, woher das, dieses Ding kommt. So, und ich habe jetzt auch keine Beweise dafür, es sind auch keine Spekulationen. Deswegen bleibt es auch ein UFO. Aber ich sage, meine Meinung dazu, das sind Drohnen. Das ist eine Drohne und die beiden Objekte aus dem Video aus Polen auch. That definitely appears to be some sort of UFO for sure, but strangely enough, it appears to be in the shape of a tic-tac, ja, just genau. Like the famous tic-tac UFO caught on video by fighter pilots back in 2004. A statement from the stimmt so nicht ganz. Das, was da aufgenommen worden ist, sieht nicht aus wie ein tic-tac. Also wenn das rangezoomt worden ist, und das hat mir schon mal in einer anderen Compilation gesehen, dann sieht das so ein bisschen, ich glaube, das war bei Mythenecke, dann sieht das so oval aus, eher eiförmig irgendwie, ne? Nicht so wie ein Tic-Tac. Das hier sieht eher aus wie ein Tic-Tac. Uploader reads as follows. Quote, was flying over Nevada near Nellis Air Force Base. Ja, das wird's auch erklären, ne? I noticed this object outside the window. It was a little closer before I started filming and visibly no wings or tail. Ja, es ist viel zu weit weg. Wie soll man denn da die Flügel erkennen? Und Drohnen haben auch nicht, die Drohnen haben jetzt nicht so eine Spannweite von Flügeln wie im Flugzeug oder so. Es ist halt einfach so, ja. Brauchen die gar nicht. It seemed to also be a little fat, scientific term, to be a plane. I showed this to multiple airline crew members, including the pilot. Jetzt kann man natürlich noch über die Größe spekulieren, ja. Also es ist ziemlich weit weg. Und es ist trotzdem sichtbar, gut sichtbar. Jetzt ist es für mich natürlich als Laie schwierig zu beurteilen, wie groß ist dieses Objekt. Irgendwann hört das mit der Drohnenerklärung natürlich auch auf. Also wenn das jetzt die Größe hat von einem normalen Flugzeug, ist es keine Drohne.
Zumindestens weiß ich nicht, gibt es Drohnen, die so groß sind wie eine Boeing oder so? Eine 737 oder irgendwie sowas? Glaube ich nicht. Schwierig zu sagen. Also es bleibt auf alle Fälle ein UFO, weil im Endeffekt ist alles nur reine Spekulation. And they stated that it was definitely not a plane. To be sure, I filmed planes at roughly the same distance, and you could clearly see wings and were much thinner. Ja, aber das hängt natürlich auch mit der Kamera zusammen. Also wenn man das mit dem Auge sieht, von der Entfernung, wird man wahrscheinlich beurteilen können, ob dieses Ding Flügel hat oder nicht. Sehe ich mir jetzt dieses Video an und wir zoomen rein, ich erkenne gar nichts, außer eben halt die Tic-Tac-Form. Und sonst erkennt man nichts. I tried stabilizing the video as much as I could. I noticed it had a distinct tic-tac shape to it, so I got a little excited. End quote. So, next time you see a weird object in the sky that doesn't appear to be in the shape of a saucer, just remember that it could very well be a UFO. Ich würde gerne mal Aufnahmen von Drohnen sehen, von verschiedenen Drohnen, gerade auch aus dem Bereich Militär. Weil wir haben ja jetzt hier auch die Air Force Base in der Nähe gehabt. Und dann würde ich das gerne damit vergleichen und mir einfach mal ansehen, rein optisch, könnte das sein? So, dann ist natürlich immer noch die Frage, sind es offizielle Drohnen? Also ist es vielleicht eine Technologie, die noch nicht bekannt ist, also nicht bekannt gemacht wurde? Ist halt schwierig zu sagen. Und gerade weil es in der Nähe von einer Air Force Basis ist, schwierig. Und das in Polen war halt schwierig, weil der Ukraine-Konflikt glüht. Ja, also der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Da sind auch sehr viele Drohnen im Einsatz. Schwierig. And that was 10 scary videos. I hope you enjoyed the video, and if you did, then subscribe for more scary content. My name is Sir Spooks, and I'll see you all in the next video. Ciao, Sir Spooks. Ja, das waren ja ein paar tolle Clips, ne? Ich fand diese Mischung mit UFOs und Geister, UFOs und Geister, UFOs und Geister, fand ich eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen. Ja, sehr, sehr gut. Ja, und bei UFOs kann man halt lange rumspekulieren, ne? Das ist halt einfach so. Und viele Leute oder jeder hat so ein bisschen seine eigene Meinung dazu. Deswegen finde ich das Thema UFO auch sehr interessant. Und interessanter würde ich es auch noch finden, wenn man tatsächlich mal Informationen hätte, was das Militär so im Petto hat und was auch eventuell getestet wurde. Weil es gibt auch zum Beispiel UFO-Sichtungen aus den 60er Jahren, wo sich dann herausgestellt hat, da hat man den Stealth-Bomber getestet, den ersten. Ne? Ja gut, also Sir Spooks war klasse. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link zu dem Video, zu der Compilation von Sir Spooks. Lasst einen Daumen nach oben da. Und es gibt in der Beschreibung natürlich auch wie immer, den Link zu Sourcebook selbst. Den könnt ihr auch ein Abo dalassen, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde mich natürlich auch selber über ein Abo von meinem Kanal freuen. Also schön Abo drücken und auch das Glöckchen, damit ihr immer seht, wenn was Neues kommt. Ja, dann empfehle ich mich und sage bis bald. Haltet die Ohren steif. Adios.